willst du denn hin? Schlafen. Also machen wir einfach blind weiter und hoffen, wir laufen nicht schnurstracks in Ragnarök. Ist das dein Plan? Kratos. Geht's dir gut? Ja, sei es nur ein Traum, lass mich niemals wach werden. Sollen wir? Gefallen dir die sanften Wellen, Kleiner? Dein Vater und ich fahren oft über diesen Fluss. Eines Tages wirst auch du lernen, ihn zu befahren. Wir leben tief im Wildwald. Dem schönsten Wald in ganz Midgard. Hier ist es sicher und sehr ruhig. Es gibt reichlich Wild. Und es wird dir an nichts fehlen. Ganz in der Nähe traf ich deinen Vater zum ersten Mal. Wir haben uns fast die Köpfe abgerissen. Doch inzwischen ist er sanfter.
Ein wenig. Zu deinem Pech ist er immer noch schrecklich stoisch. Dich sprechen zu lehren, wird wohl meine Aufgabe. Dein Vater lehrt dich das Jagen. Aber vielleicht bleibt das auch an mir hängen. Denn er scheint nur noch knurren zu können. Hast du deinem Sohn nichts zu sagen? Was soll ich denn sagen, Faye? Irgendwas. Lass ihn deine Stimme hören. Dich kennenlernen. Besser für ihn, wenn er so wenig wie möglich weiß. Wissen muss nicht immer eine Last sein. Man meint, der mächtige Gott des Krieges fürchtet das eigene Kind. Ich fürchte nicht unser Kind, Faye. Ich fürchte um ihn. Er ist unschuldig. Wir sind nicht unsere Fehler. Wir sind nicht, wer wir waren. Wir müssen besser sein. Atreus ist unsere Zukunft. Beschütze ihn, Kratos. Beschütze unseren Sohn. Was hat dir die Wand getan? Ich konzentriere mich. Hat mein Vater mir beigebracht. Es klappt? Noch nicht. Und worauf konzentrierst du dich? Meine Gefühle zu kontrollieren. Heimdall versucht, mich aus der Ruhe zu bringen. Ich darf nicht nachgeben. Thrud, hey. Nur Thrud, ganz ruhig. Du trainierst ohne mich? Ist das eine gute Idee? Training? Also, ich find's toll, aber wird deine Mutter nicht böse sein?
Das stimmt. Aber bedenke auch. Nein, das tat gar nicht weh. Nein. Also, Großvater will dich sehen. Oh, Wille. Klar, gut. Hier, dann nimm das. Und, beste Grüße an Sif. Ja, Sif. Und Atreus. Bis später. Und Thrud. Tschüss, Thrud. Jungs aus Midgard sind so seltsam. Das kann gut sein. Ihr zwei. Was ist da drin? Milchquark ist für Mama. So will er helfen. Du musst ins Arbeitszimmer. Bis später. Jetzt muss ich die Pissbacke spielen. Oh. Gut also nach so einer Sache. Wo fange ich an? Ihn zu spielen. Es zieht richtig einen runter. Macht einen fertig. Bogenfähigkeit und Runenbeschwörung haben eine verringerte Abgängigkeit. Normale Falle werden in einen Salver. Blöd mit Salven. Nee, ich will das nicht mit Salven haben. Ja, immerhin kriegt er die Tür alleine auf. Das Schlafzimmer von Thor. Sifs und Thors Gemach. Zu Hause würden sie ausflippen, wenn sie wüssten, dass ich hier bin. Moment, was mache ich hier drin? Das gleiche, was ich machen würde. Mehr kann man hier nicht machen. Lauschen? Lauschen wir an der Söhne? Es ist viel komplizierter, als du glaubst. Du brauchst nicht zu wissen, warum Dinge getan. Ich bin alt genug. Hier geht's nicht um dein Alter. Worum geht es denn dann? Denn zu dieser Zeit wurden Magni und Modi wurden auf den Weg geschickt, der zu ihrem Tod geführt hat. Ich verstehe nicht, weil du es nicht versuchst. Dann hilf mir. Warum willst du unbedingt denselben Weg einschlagen? Und dann auch noch mit diesem Jungen? Um ihn geht es nicht. Ich... Das ist mein Traum. Hast du denn nie... Du bist nicht irgendeine Hofmagd. Wir sind Asen. Wir haben Pflichten, keine Träume. Und du musst das endlich begreifen. Manchmal hasse ich dich. Bionage. Wie leer hier. Beim letzten Mal war doch hier mehr los, oder? Das Riesendesaster höchstpersönlich. Im Ernst, was ist dein Problem? Mein Problem? Bist du, war das nicht klar? Du kommst hierher, schwingst große Reden, als ob du uns alle durchschaut hättest. Aber alles, was ich sehe, ist ein verängstigtes Kind, das uns etwas vorgaukelt. Überfordert, völlig allein und sehr, sehr weit weg von zu Hause. Oh, liege ich falsch? Nee, ich mag ihn auch nicht. Ja. Ich auch nicht, der ist sehr unsympathisch. Ja, definitiv, Jana.
Nicht hier. Vielleicht ist Odin in seiner Bibliothek. Ob ich hier irgendwas einsammeln kann oder so. Ich freue mich schon drauf, den hoffentlich verhauen zu dürfen. Ja. Nicht nur du. Was meinst du denn damit? Ich verstehe es einfach nicht. Die Maske, den Riesen herzubringen, der meine Söhne getötet hat. Warum? Ich kann es dir erklären, aber ich kann es nicht für dich verstehen. Hör auf, deine Frau für dich denken zu lassen. Sie trübt das bisschen Verstand, das du noch hast. Hier geht's nicht um sie. Nein, es geht um deine eigenen Grenzen. Finde dich mit ihnen ab. Geh doch etwas zertrümmern, hm? Ganz ehrlich, als Trunkenbold warst du mir lieber. Gut, da ist er weg. Loki, komm her. Bitte heißt das. Ich hab's endlich verstanden. Hier hast du Ymir getötet. Nicht wahr? Den ersten Riesen. Sag mir, kann man einen Erdrutsch töten? Einen Sturm ersticken? Er war mehr eine Naturgewalt, ein Gefäß der Macht. Ich war jung, töricht. Sah eine Gelegenheit, etwas Großes zu schaffen. Du hältst es sicher für grausam, aber ich musste es tun, um die Meinen zu schützen. Warum steht dein Haus hier? Was ist da drin? Wenn ich dir trauen soll. Ich will es dir sagen. Damals, nach Ymirs Tod, da sah ich etwas, den Riss. Vielleicht der Geburtsort der Realität. Ich sah hinein. Und da war etwas, das meinen Blick erwiderte. Es flüsterte. Dinge, die ich nicht annähernd verstand, aber ganz sicher die Wahrheit. Als es mich blendete, dachte ich, das war's, dass ich nie wieder hineinsehe. Und dann fand ich das. Und ich wusste, dass dies mir endlich die Antworten geben würde. Weißt du, Junge, ich weiß nicht, wohin ich gehe, wenn ich gehe. Für mich gibt es kein Valhall. Ragnarök kann nicht das Ende sein. Ich muss wissen, dass da noch mehr ist. Ich muss wissen, was mit mir passiert. Und das ist die Wahrheit, die ich schwöre. Bei meinem letzten guten Auge. Das ist die Wahrheit. Die Inschrift hier. Da steht kalter Atem. Atem. Wind. Das ist sicher Helheim. Helheim, sagst du? In Ordnung. Gezellere Watchmachin. Und ich weiß auch, wer dich am besten begleitet. Ich denke, ihr zwei kommt mit der Verantwortung zurecht. Verlass dich auf uns. Vermassle mir das nicht. Oh, fast vergessen. Heimdall wird euch begleiten. Welch ein Privileg. Für uns alle. Oh, 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 Vater! Du willst nicht ohne das hier, die klirrende Kälte Helheims betreten. Every Lau. Das sollte dich schön warm halten. Gern geschehen. Mir meint nicht mal Odin überlebt Helheims Kälte. Glaubst du alles, was die alte Ziege sagt? Frut, schade, dass dein erster Ausflug ausgerechnet nach Helheim geht. Ah, wir machen das Beste draus.